So, jetzt habe ich ein Päuslein eingelegt zwischendrin. Folgende wichtige ethisch-moralische Frage zwischendrin möchte ich auch mal kurz einmal stellen, um zu positionieren. Ich fasse mich kurz, weil das ist was, da kann man ganz lange dran rumphilosophieren. Aber die Frage lautet mehr oder weniger, die auch wirklich oft kommt, will ich nicht irgendeine Charity-Veranstaltung, Spendensammelaktion, spendet Link zu irgendeiner Spendensammelaktion, Link zu irgendeiner räumt den Wald auf Aktion, Link zu irgendwas Gutem. Wenn ich da nicht Werbung für machen bzw. meine Reichweite nutzen, um in der Hinsicht was zu erreichen oder sogar selber irgendwas versteigern und den Erlös dann für einen guten Zweck spenden und. So, die Antwort lautet nein, will ich alles nicht, nichts davon, will ich überhaupt nicht, weil mehrere Gründe. Erster und wichtigster Grund, der mich allein schon davon abhält, ist, wenn ich irgendwie damit irgendwas zu tun habe, dann mache ich A, Werbung. Und Werbung mache ich prinzipiell nicht, außer für mich selber. Oder für irgendein anderes Projekt, das wirklich komplett keinerlei kommerziellen Nutzen hat, eventuell der Wissenschaft noch dient oder einfach irgendwas Privates, private Spielerei, Firlefanz oder sonst was ist. Ja? Das könnte man eventuell noch drüber nachdenken. Aber wenn es um Geld geht, dass irgendjemand für irgendwas Geld zahlen muss und selbst wenn es dann für einen wohltätigen Zweck ist, ich möchte niemandem sagen, wofür er sein Geld ausgeben soll, wofür er seine Freizeit einsetzen soll. Das muss jeder selber wissen, soll jeder selber entscheiden. Und da möchte ich mich einfach gar nicht einmischen. Das geht mich nichts an. Da habe ich viel von den Schweizern gelernt. Das geht uns nichts an. Und das möchte ich auch in dieser Frage so halten. So, dann kommt noch erschwerend dazu, würde ich selber irgendwas versteigern, beispielsweise mein Klopapier vom Klopapier herstellen, das ja kein Klopapier ist, für irgendwelche völlig überzogenen Preise, einfach für einen guten Zweck und das dann hinterher meinetwegen für Atemschutzmasken fürs Krankenhaus XY in Italien meinetwegen spende, ja. Dann hätte ich immer noch das Problem, und das möchte ich nicht riskieren, dass ich dann für die ganze Buchhaltung der Aktion zuständig bin. Und ich bin schon froh, wenn ich meine Steuererklärung gemacht bekomme. Ich bin überhaupt kein Buchhalter und überhaupt kein Büromensch, der da irgendwie auch nur ansatzweise gut drin wäre, mit irgendwelchen Akten, Belegen und sonst was zu jonglieren. Das, was ich machen muss, ist mir schon ein Graus und bin um alles froh, was mir Frau abnimmt. Ich hasse das. Ich finde das verabscheuungswürdig. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Ja? Ich habe extrem großen Respekt deshalb vor Leuten, die das können. Ja? Was ich selber überhaupt nicht kann, wenn sie jemand anders kann, dann bin ich nur ehrfürchtig beeindruckt. Aber das ändert nichts daran, dass ich es halt eben nicht kann. Deswegen bin ich völlig falsch. Und es würde einfach nicht funktionieren. Ich traue es mir nicht zu und ich möchte die Verantwortung nicht übernehmen, irgendwelche Gelder für irgendeinen noch so edlen Zweck zu verwalten. Ja, vorher spendet an wen auch immer. Ja, sucht euch aus, wen auch immer ihr wollt. Spendet denen direkt was. Bloß nicht über den Umweg über mich. Ja. Und wer mir irgendwie ein Zettelchen schickt, wo draufsteht, ich habe 100 Euro für was auch immer gespendet, kriege ich jetzt ein Klopapier? Bitte, dann kriegst du auch ein Klopapier. Es sind 5 Stück, wenn sie weg sind, sind sie weg. Aber was wollt ihr verdammt nochmal mit einem Old? Das kann ich ja immer nie nachvollziehen. Nie. Ich habe noch nie irgendeinen Fanartikel von irgendwem nachvollziehen können. Es gibt halt selten, keine Ahnung, vielleicht noch ein Physiker, der eine Einstein-Tasse hat. Das kann ich ja noch verstehen. Aber damit supportet man ja auch nicht mehr Einstein, der ist lange genug tot. Oder wenn jetzt ein Evolutionsbiologe eine Darwin-Tasse hat, dann kann ich das auch. Ich habe ja auch eine Evolutionstasse beispielsweise. Und ich habe auch eine Biologietasse und solche Sachen. Das kann ich ja noch wieder verstehen. Aber so ein Personenkult, da tue ich mich schwer. Sein ist es halt wirklich jemand wie Einstein oder Darwin oder Alexander von Humboldt oder so jemand, ja, die auch lange genug tot sind, dass man da keinen Schaden mehr anrichtet, wenn man sagt, man ist ein Fan von denen. Bei allem anderen, nee, tue ich mich extrem schwer. Extrem schwer. Kann ja jeder machen, wie er lustig ist, ja. Aber habe ich auch keinen Bock, Autogrammkarten und so ein Quatsch. Ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass das irgendjemand gemeint hat, das könnte ich doch mal machen. Wozu denn? Was wollt ihr denn damit? Erstens meine Unterschrift bockhässlich und zweitens, nee, ist doch Quatsch.
So, und dann kommt noch erschwerend dazu, ich habe mal, was die Sache mit dem guten Zweck angeht, für mich beschlossen, ich mache das folgendermaßen. Ich suche mir eine Sache raus und um die kümmere ich mich. Das empfiehlt auch der Herr hier hinten, von dem dieser Bücherstapel ist. Also das sind meine gesammelten, fast meine gesammelten Nähwerkwerke. Das aktuelle Buch, das letzte, was rausgekommen ist, lese ich gerade. Liegt auf einem anderen Tisch dann entsprechend rum. Aber jedenfalls, der empfiehlt auch, such dir eine Sache, bei der du dich engagieren willst. Mach bei einer Sache was Gutes. Eine Sache. Ja, und wenn die dann erledigt ist, dann kannst du dir immer noch eine zweite suchen. Das war so das ein bisschen, was ich bei Nähberg, den Tipp, den ich verstanden habe. Und ich finde, das ist eine tolle Sache und suche mir eben auch für mich eine Sache raus, beziehungsweise habe ich schon lange getan. Und diese eine Sache heißt Wald und um den kümmere ich mich. Und das tue ich, indem ich grundsätzlich alles, was ich tue, in irgendeiner Form zum Wohl des Waldes tue. Alles, was ich hier so mache, das dient ja irgendwie dazu, Interesse am Wald zu wecken, unter anderem. Und ich glaube, damit bin ich eigentlich auf einem ganz guten Weg. Immerhin habe ich ja damit auch schon eine gewisse Reichweite erreicht und da bin ich der Meinung, das könnte klappen auf dem Weg, wie ich das mache. So. Und da ich jetzt ebenfalls der Meinung bin, never change a running system, mache ich da auch nichts anderes. Und ich fange jetzt nicht an, irgendwie mich hinzustellen und spendet jetzt Geld und wir pflanzen einen Baum in Brasilien oder so. Nicht, dass das nicht sinnvolle wäre, Geld zu spenden, um in Brasilien einen Baum zu pflanzen, wer das machen möchte. Aber ich will da einfach niemandem was aufschwatzen. Ich will nichts verkaufen, ich kann mich selber schon schlecht genug verkaufen. Noch mehr verkaufen oder was anderes verkaufen, kriege ich nicht hin. Das ist einfach überhaupt nicht meine Welt und da fühle ich mich nicht qualifiziert. Und ich will das schlicht nicht machen. Ich könnte mich jetzt rausreden mit, oh, ich habe keine Zeit oder ach, sollen doch die anderen. Wegen mir dürfen auch die anderen gerne. Aber nee, ich fühle mich hinten und vorne nicht qualifiziert und spüre keinerlei Bedürfnis, irgendeine Wohltätigkeitsorganisation, völlig egal für was die zuständig ist, irgendwie mit Videos, mit Spenden aufrufen oder mit sonst was zu unterstützen. Ich finde, es ist eine sehr private Entscheidung, wenn man sich überlegt, welche Wohltätigkeitsorganisation man unterstützen möchte, ob man überhaupt eine unterstützen möchte. Das muss jeder selber wissen. Das ist für mich wie Religionsfreiheit absolute Privatsache. Es gibt auch wenig stichhaltige Argumente, weshalb man jetzt sagen könnte, Retten von Kindern in Indien ist wichtiger als Retten von Kindern in Afrika oder in Brasilien oder sonst wo. Ja, Kinder retten ist sicher immer eine gute Idee, aber wenn man jetzt nicht unglaublich reich ist, dann kann man ohnehin nur die Kinder da retten. Das bedeutet, wenn du dich entscheidest, die Kinder hier zu retten, dann lässt du die Kinder da und da weiter sterben. Deswegen finde ich das eine so saumäßig schwierige Entscheidung, wenn man schon genug Geld hat, dass man es für einen wohltätigen Zweck spenden kann. Für welchen dann, verdammt nochmal? Ja. Und ich persönlich habe für mich beschlossen, okay, wenn man die Natur rettet, rettet man den Planeten. Wenn man den Planeten rettet, dann hat man auch gleichzeitig allen Kindern geholfen. Und insbesondere den Kindern, weil die werden es noch erleben, dass wenn man den Planeten nicht rettet, der Planet eben vor die Hunde geht. Und dann sind alle Kinder tot, und zwar die in Afrika, in Indien und in Brasilien und überall sonst auch. Nur sind sie da halt keine Kinder mehr, bis sie tot sind, aber tot werden sie sein. Das sind sie zwar auch sonst, weil jeder irgendwann tot ist, aber für mich ist die ultimative Sache, für die man sich engagieren kann, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage jedes Säugetiers, nämlich ein intaktes Ökosystem, das sich nicht zu schnell verändert, schneller als irgendein Säugetier in der Lage ist, sich entsprechend anzupassen. Und da wir nun mal auch ein Säugetier sind, ist die ultimative Sache, für die man sich meiner Meinung nach engagieren kann. Und jemand anders kann sich gerne für die Tabaklobby engagieren. Ja, die arme Tabaklobby hat so wenige Befürworter heutzutage, ist wirklich in Not. Müsste man ja auch mal was dafür tun, mal wieder. Ja, aber es ist mir völlig wurscht, was die anderen machen. Ich mach Wald. Ich mach Wald und nichts wird mich davon abbringen, Wald zu machen. Ja? Kein Corona, nicht wenn die Pest ausbricht oder sonst was passiert. Und dann werde ich weiterhin sagen, erstmal den Wald erhalten. Wenn wir alle an solch XY ersterben, hat sich das mit dem Wald erhalten sowieso geklärt. Dann ist er nämlich gerettet. Ja, aber das will ich natürlich nicht, weil wenn alle an Seuche sterben, dann sterben auch die Leute, die mir wichtig sind. Und neben Wald sind mir eben auch die Leute, die mir wichtig sind, auch eben besonders wichtig, weshalb ich gerne eine Lösung hätte, die den Wald rettet und die Menschheit, weil Teile der Menschheit ich persönlich sehr gerne habe. So, und das ist so ein bisschen
die philosophische Grundlage hinter meiner Entscheidung, dass ich keinen Bock auf irgendwelche Charity-Gedöns, was auch immer, Spendensammelaufrufe und was weiß ich was habe. Wird niemals passieren. Ja? Und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, aus welchen Gründen. Ich will niemandem vorschreiben, welche Gruppe von Kindern beispielsweise er nun zu retten versucht. Gut, nächste Frage. Kurzer Schnitt. Nächste Frage lautet, wie wird man die späte Traubenkirsche wieder los? Das können wir recht kurz machen. Ich blende euch dazu vielleicht noch ein Bild ein, wenn ich beim Schnitt dran denke. Die späte Traubenkirsche ist eine invasive Baumart aus Amerika, verwandt mit unserer heimischen Traubenkirsche, Prunus Pardus. Ja, Prunus Pardus ist die heimische, Prunus Serotina, die späte Traubenkirsche, die amerikanische. Und die soll weg, Prunus Serotina. Warum soll die weg? Naja, weil die alles dominiert, alles zuwuchert und alle anderen heimischen Arten dann entsprechend den Lebensraum wegnimmt und dann müssen die halt eben an dieser entsprechenden Stelle aussterben. Und dummerweise wächst Prunus Serotina besonders gerne auf Standorten, die ohnehin ein bisschen ärmer sind von der Nährstoffzusammensetzung, damit ohnehin eher seltene Pflanzen beherbergen. Und deshalb ist es umso blöder, wenn Prunus Serotina auf solchen wichtigen und seltenen Standorten alles dominiert und alles killt, was nicht Prunus Serotina ist. So. Das heißt, das Zeug soll weg. Wer also ein Grundstück, einen Wald, einen Garten, einen Acker hat und merkt, oh scheiße, hier wächst ja alles zu mit spätblühender Traubenkirsche, dann kann man dagegen was unternehmen. So, und was kann man dagegen unternehmen? Das ist jetzt die wesentliche Frage. Herzlichen Dank übrigens auch für die Frage. Ich hatte das Thema schon mal angesprochen. Aber ja, ich kann da durchaus noch was zu ergänzen. Hattest du nicht ganz unrecht mit der Vermutung? nämlich... Es gibt im Wesentlichen drei Möglichkeiten und eine vierte gibt es nicht. Die vierte wäre theoretisch, dass man noch drüber nachdenkt, ob man da irgendwie mit Pflanzenschutz, mit Pflanzenkillmittel gegen vorgehen kann. Also grundsätzlich Agent Orange hilft. Helfen tut auch Glyphosat, ja, das killt auch spätblühende Traubenkirsche. Doof nur, killt halt auch alle anderen Pflanzen und damit ist niemandem geholfen. Und grundsätzlich alle Herbizide, die gegen spätblühende Traubenkirsche helfen, helfen auch gegen viele andere Gehölze, die man ja gerade vor der spätblühenden Traubenkirsche auch beschützen möchte. Das heißt, die chemische Keule auspacken ist einfach schlicht und ergreifend unmöglich. Selbst wenn man sagen würde, ist mir egal, Chemie ist toll, Chemie ist lustig, mir wurscht, ob ich das jetzt helikoptertankweise über den Wald kippe oder nicht. Es würde einfach nicht helfen, außer man möchte generell den Wald loswerden. Ja, dann wäre es eine Option. Deswegen bleiben nur die drei Möglichkeiten, die im Wesentlichen auf Manneskraft oder Frauenkraft wurscht, oder auch Kinder dürfen auch, macht sogar Spaß. Gerade auch, wenn man jüngere Kinder hat, die haben sicherlich auch Freude am Tabula Rasa, was die Traubenkirsche angeht, machen. Also händisch, ne, sind die anderen drei Möglichkeiten. Und die erste und vergleichsweise einfachste, aber sehr zeitaufwendige lautet: Abschneiden, nächstes Jahr wiederkommen, wieder abschneiden, nächstes Jahr wiederkommen, wieder abschneiden und so lange hingehen und abschneiden, bis irgendwann wirklich nichts mehr hochkommt. Dafür muss man natürlich wissen, wie die ganz kleinen Traubenkirschen aussehen. Man muss immer größeres, krasseres Werkzeug mitbringen, weil wenn die jedes Mal wieder neue austreibt, wird die jedes Mal dicker. Die Neuaustriebe neigen dazu, dann außerdem noch ein bisschen dichteres Holz zu sein und werden schwerer abzuhacken. Aber im Grunde kann man wirklich so lange die Triebe abschnibbeln, bis irgendwann wirklich der Stock tot ist, bis die Reserven verbraucht sind. Und wenn man das möglichst immer im Frühjahr nach dem Austrieb macht, nachdem alle Ressourcen in den Austrieb gesteckt worden sind, den neuen Austrieb, und ihn dann abzuschneiden, richtet den größtmöglichsten Schaden an. Wenn man also einen Baum tot kriegen möchte, der immer wieder austreibt, immer dann abschneiden, nachdem er gerade frisch ausgetrieben ist, nachdem er gerade frische Blätter gemacht hat, dann abschneiden. Also zum Beispiel im Mai, für die allermeisten Arten ist der Mai eine super Zeit. Auf jeden Fall noch bevor er Früchte produziert, beziehungsweise Samen, weil dann wird er sich ja schon wieder verbreitet. Das will man natürlich nicht. Und deswegen sind wir eben beim Mai gut dabei. Kann man sich sogar merken. Mai, gut dabei. Ha, toll, ich habe einen Merkspruch erfunden. Ha, den lasse ich mir patentieren. So, das ist die erste Möglichkeit. Dabei wäre noch wichtig, das gilt übrigens grundsätzlich im Umgang mit der spätblühenden Traubenkirsche, das Resultat immer schön auf dem Häufchen machen und gucken, dass das nicht noch irgendwie sich neu bewurzelt. Das kann sie nämlich teilweise auch per Stock, also per
per Stecklingvermehrung sich noch irgendwo neu bewurzeln und dann wieder weiter wachsen, sondern schön auf ein Häufchen machen, vielleicht am besten noch auf eine Plane drauflegen, damit man auf ganz Nummer sicher geht und eventuell relativ zeitnah zu Brennholz verarbeiten beispielsweise und dieses Brennholz dann auch zeitnah verwenden. Ja? Das wäre eine gute Sache. Oder man macht gleich ein großes Feuerchen, ist gerade auch mit den Kindern vielleicht ganz lustig, wenn man das dann darf. Oder man macht es halt daheim oder sonst irgendwo, wo man Feuer machen darf. Aber das ist vielleicht wirklich ganz witzig. Natürlich ein bisschen trocknen muss das, aber so dünne Ästlein, gerade wenn man sie zum Beispiel, weiß ich wie viel Mal abgeschnitten hat, die sind dann auch schnell trocken, die kann man dann recht schnell verfeuern. So, andere Möglichkeit. Man schneidet sie nur einmal ab und hinterher kommt man mit einer ganz großen Schaufel und buddelt jeweils den Stock aus. Das ist natürlich eine Heidenarbeit und ist auch nur dann wirklich eine Option, wenn man sagt, man möchte gerne die so schnell wie möglich weghaben. Und man darf noch nicht allzu viel davon haben, weil wenn man hektarweise die Stöcke ausbuddelt, also alle paar Meter da so einen Stock ausbuddeln muss, da gehst du tot. Das ist eine Mordsarbeit, das ist wirklich unglaublich aufwendig. Meistens wächst sie ja auf Sandboden, da ist es überhaupt erst möglich. Ja, hätte man einen festeren Boden, irgendeinen Lehm oder gar noch einen tonigen Lehm oder sowas, dann kannst du das vergessen, kriegst du da niemals raus. Aber im Sandboden, wo sehr häufig ist, da kommt das, da geht das schon. Muss man aber echt wollen. Ich würde es persönlich nicht machen. Ja? Aber effizient ist es. Effizient ist es. Da muss man sie meistens auch nur einmal ausbuddeln und dann ist sie weg. Beziehungsweise ein bisschen was kann vielleicht noch nachkommen. Das kann man dann wieder abschneiden. Aber die schlimmsten hat man mit der Aktion auf jeden Fall beseitigt. So, und da jetzt noch die dritte und meiner Meinung nach beste und nachhaltigste Möglichkeit. So würde es auch in den meisten Naturschutzgebieten gemacht werden. Meistens ist einfach halt jede Menge Arbeitskräfte zur Verfügung. Und die heißt Ringeln. Ringeln funktioniert folgendermaßen. Man schneidet einen kreisförmig um den Stamm drumherum die Rinde ein, tief bis aufs Holz. Also wirklich runter, wie es geht. Komplette Rinde muss durch sein. Wichtig. Es ist wirklich wichtig, dass das ganz tief geht. Wenn man noch ein Stückchen ins Holz reinschneidet mit der Säge, kann man auch mit der Motorsäge zum Beispiel ganz gut machen, wenn man eine hat und damit umgehen darf und kann. Wirklich bis ins Holz am besten, ein bisschen noch ins Holz rein, dann 10 cm, 20 cm, 30 cm oben drüber oder unten drunter nochmal so einen Schnitt setzen und dazwischen mit einem Zieheisen zum Beispiel oder mit einem Ringeleisen oder auch mit einem Messer, geht natürlich auch, oder mit der Axt, völlig wurscht, mit irgendeinem Werkzeug, mit dem man gerne arbeiten möchte, die komplette Rinde ab, bis aufs Holz. Wenn man 2 mm Holz noch mit abzieht, dann ist optimal. Ja, dann kann man sicher sein, dass man auf jeden Fall das Kambium weg hat. Denn das Kambium ist ja die Wachstumsschicht, mit der sowas wieder heilen könnte, mit der neue Rinde gebildet werden könnte. Wenn man also das Kambium übrig lässt, dann kann der Baum das überleben, hat man das Kambium entfernt und das eben auch über eine Länge von mindestens 10 cm, mindestens, besser mehr, dann besteht eigentlich keine Chance mehr, diese Verletzung zu heilen. Und sobald diese Verletzung also angerichtet ist, ist der Baum dem Tode geweiht. Ist grausam, aber effizient. Ne? Und wer jetzt eben gerne Bäume kuschelt, der wird diese Methode nicht unbedingt anwenden wollen. Und wer da ethisch-moralische Probleme mit hat, kann man machen. Aber wenn man davon überzeugt ist, dass die Traubenkirsche, die späte Traubenkirsche weg soll, ist das die effizienteste Methode. Und zwar warum? Naja, folgendes. Die Wurzel hat da unten jetzt Reserven und die Wurzel nimmt Wasser auf. Die Wurzel kann weiterhin ihre Nährstoffe und das Wasser, was sie alles aufgenommen hat und auch die Reserven, die sie eingelagert hat, mit dem Wasserstrom, der im Holz stattfindet, das haben wir ja jetzt nicht gefällt, ne? Wir haben ja nur die Rinde entfernt, kann weiterhin nach oben befördert werden. Und oben sind auch immer noch die Blätter. Und die Blätter arbeiten fröhlich weiter und machen weiter fröhlich Photosynthese und verbrauchen dadurch, dass sie Photosynthese machen, natürlich auch weiterhin Wasser aus der Wurzel, Reservestoffe aus der Wurzel, Nährstoffe aus der Wurzel. Gleichzeitig wäre jetzt der normale Kreislauf, dass die Blätter eben in der Rinde primär, es geht auch ein bisschen was im Holz, aber primär in der Rinde, die ganzen erzeugten Substanzen, nämlich Zucker vor allen Dingen und eben Zuckerderivate, wieder nach unten befördern in die Wurzel, damit auch die Wurzel mit Zucker versorgt wird. Denn die Wurzel selbst, die macht keine Photosynthese, wie auch, die ist ja im Boden. Und die braucht den Zucker von oben, um langfristig arbeiten zu können. Und wenn sie jetzt aber keinen mehr bekommt, kann sie irgendwann nicht mehr arbeiten. Und man erreicht also mit dieser Technik, dass die Wurzel quasi als erstes abstirbt. Danach, wenn die Wurzel abgestorben ist, sterben logischerweise auch die Blätter und der komplette Baum ist im Eimer.
anders, als wenn man ihn einfach umsägt. Weil wenn du ihn umsägst, dann weiß die Wurzel, dass da soeben der Stamm umgesägt wurde. Dann versucht die nicht noch irgendwelche vorhandenen Blätter zu versorgen, weil es sind ja keine mehr da, sondern es treiben neue Ästchen aus, an denen dann neue Blätter entstehen und dann werden die versorgt. Und diese Ästchen muss man dann wieder abschneiden. Und danach treiben wieder welche aus und man muss sie wieder abschneiden. Und man hat viel mehr Arbeit. Ja? Aber durch das Ringeln stirbt der Baum eben komplett als Gesamtpflanze ab und nicht nur der oberirdische Teil, nachdem man ihn abgesägt hat. Und deswegen ist das viel, ja, wenn man sie tot haben möchte, nachhaltiger. Also das Schlimmste, was man einem Baum antun kann, ist tatsächlich nicht fällen, sondern ringeln. Das ist dann garantiert tödlich. Fällen kann überlebt werden. Allein das ist ja eine Tatsache, wo man wieder mal sehen kann, wie widerstandsfähig so eine Pflanze sein kann. Dass die das Gefälltwerden tatsächlich überlebt. Ein Verlust von 2/3 ihrer Biomasse. Dass er das einfach wegsteckt. Irre, ne? Also, ja, aber es geht. Es geht. Und gerade bei solchen Arten, die ein enorm hohes Invasivitätspotenzial haben, wie eben der Traubenkirsche, ist Ringeln meistens die einzige Möglichkeit, um sie richtig, richtig, richtig schön tot zu kriegen. Jetzt tue ich so, als wäre die spätblühende Traubenkirsche der Teufel. Das ist sie natürlich nur dann, wenn sie eben andere Arten bedroht und man gerne die natürliche Flora von dem entsprechenden Standort, wo sie jetzt angekommen ist, erhalten möchte. Immer im Hinterkopf behalten, wäre die spätblühende Traubenkirsche von uns nicht aus Amerika importiert und hier gepflanzt worden, dann wäre sie auch nicht da. Sie ist also in keinster Weise natürlich und es ist rein die Folge von uns und unserer globalisierten Welt, dass sie jetzt da ist. Jetzt kann man eben schon feststellen, dass es damit auch unsere Aufgabe wäre, da wir dran schuld sind, auch zu verhindern, dass sie jetzt eben alles dominiert. Ich sehe das so, muss man nicht, ist wieder eine ethisch-moralische Frage, ähnlich wie die Frage hier davor mit den ganzen Spendengedöns. So, nächstes Ding. Schnitt. Da hätten wir jetzt ein Bild. Dieses Bild zeigt eine Allee. Und bei dieser Allee haben wir hässlich oben abgeschnittene Alleebäume. Und was soll das? Ist das Quatsch? Ist das Fusch? Ist das ganz, 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 ganz schlimm? Hat da irgendein Depp gegen irgendwelche Regeln der Baumbearbeitung oder sowas verstoßen? So, und dazu muss man jetzt ganz, ganz klar sagen, sauschwere Frage. Einfach nicht, weil ich sie nicht beantworten kann, sondern weil es auch wieder schon wieder... Das ist die Show der ethisch-moralischen Dilemmas. Es ist schon wieder ein ethisch-moralisches, denn grundsätzlich kann man sich kloppen, ob man das unglaublich hässlich findet. Ich persönlich finde es abgrundtief hässlich. Ein Baum, dem man die Krone zurechtschneidet und jede andere Kronenform als die natürlich gegebene, zu der er sich selbstständig entscheidet, halte ich persönlich für ziemlich hässlich. Ja? Man kann ihm ein bisschen Druck machen, indem man eben nah oder weniger nah andere Pflanzen nebendran stellt oder eben welche wegnimmt, die zu nah dran stehen, um damit eben durch mehr verfügbaren Platz und mehr verfügbares Licht die Kronenentwicklung ein wenig zu steuern. Aber ein Eingriff im Stil von, ich schneide mal den Ast weg und mache quasi aus einem großen Baum im Grunde nichts anderes als ein Bonsai, nur dass er halt eben groß ist, das finde ich persönlich ziemlich hässlich. Aber das ist jetzt eine Kunstfrage, das ist eine Geschmackfrage, das ist wie wenn man Picassos Bilder jetzt nun mag oder völlig bekloppt findet. Ja, da kann man sich wunderbar streiten und die meisten Leute, die sagen Picasso, ja, also wer Picasso näher kennt und irgendwie Kunsthistoriker oder sonst wie ist, wird jeden für doof erklären, der sagt, ich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Ich persönlich kann mit dem Zeug nichts anfangen. Ich kann grundsätzlich abstrakte Gemälde, finde ich, wenn das Knie auf dem Kopf hängt und die Brust unterm Ellbogen und was weiß ich was, da habe ich persönlich so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Und dass dieser Akt dann tatsächlich von irgendwelchen Leuten als erotisch empfunden wird, dafür bin ich dann vielleicht doch zu sehr rational. Weiß ich nicht. Aber auch hier ist es halt eben so ein Fall. Findet man das jetzt hübsch, weil wenn die Dinger wieder austreiben, und die werden wieder austreiben, das ist der springende Punkt, dann gibt das halt so eine bestimmte Kronenform, die ein bisschen ordentlicher wirkt, würde ich jetzt mal sagen. Und es gibt bestimmt Leute, die sagen, das sieht dann gut aus. Ja? Ich finde es hässlich. So, das ist der eine Aspekt. Jetzt kommt noch der andere dazu.
Denn Baumschnitt hat, mal abgesehen von optischen Gründen, auch noch andere. Nämlich, damit soll die Krone stabilisiert werden, Todäste verhindert werden. Die Krone soll mehr Sauerstoff bekommen, es soll mehr Licht an den Baum kommen. Und generell im Kronenbereich, dadurch, dass da mehr Licht hinkommt, soll der Baum schneller abtrocknen, was dann wiederum zu verminderter Pilzbildung und damit einhergehend potenziell einer möglichen höheren Lebensdauer des jeweiligen Baumes führt. So die Theorie. So, und diese besagte Theorie, die stammt jetzt aus dem Gartenbau, beziehungsweise aus einer Landschaftsarchitektur, die werden sich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt haben, ich weiß es nicht, aber im Prinzip aus dem Gartenbau. Gartenbau ist auch eine Wissenschaft. Ja, man kann Gartenbau natürlich auch eben auf hochakademischem Niveau studieren und sich da ganz intensiv eben mit dem Verhalten von Pflanzen unter kompletter Beeinflussung durch uns, also eine komplett künstlich zusammengebastelte und zusammengestellte Pflanze, da kann man sich mit intensiv auseinandersetzen. Und das darf selbstverständlich auch gerne tun, wer möchte. Für mich als Förster ist sowas grundsätzlich immer ein Dorn im Auge und also nicht wirklich Förster. An dieser Stelle auch nochmal der Disclaimer, ich arbeite nicht als Förster. Das denken immer alle, aber nein, tue ich nicht. So, ich habe das wohl mal gelernt, aber das heißt ja nicht, dass ich das jetzt derzeit gerade tue. Aber man hat halt vom Selbstverständnis, wenn man Forst studiert hat, auch zu Studentenzeiten war man halt die Förster. Die Forststudenten, die Förster. Deswegen ist das einfach eine Begrifflichkeit, die bei uns allen dann irgendwann in Sprachgebrauch übergegangen ist. Gut, aber nochmal zurück. Wie gesagt, das hat also mögliche Gründe, dass man eben damit die Krone gesund erhält. Die Stämme, die dann dran lässt, ne? Ihr seht ja diese Gerippe, die erkriegen natürlich damit ein zusätzliches Dickenwachstum. Der Baum verteilt seine Ressourcen auf weniger Äste, damit mehr dicke Äste und ganz wenig dünne Äste. Und dadurch, dass diese dicken Äste dann primär versorgt werden, ist die Chance, dass die irgendwann sterben und dann als dicker Ast runterkrachen, bevor der Baum selber das Zeitliche segnet, entsprechend gering. So, und jetzt haben wir es hier mit einer Allee zu tun. Was will man bei so einer Allee natürlich nicht? Ja, dass da irgendwelche Äste runterkrachen aufs Auto. Diejenigen, die für die Allee zuständig sind, in welchem Landkreis die auch immer liegt, wenn die in irgendeinem Ort liegt, dann ist da jeweils Ort dafür zuständig, die müssen da die Verkehrssicherungspflicht eben entsprechend erfüllen. Und aus der Hinsicht, wenn man also eben nicht wegen Bäumen da hantiert, sondern eben wegen Verkehrssicherung, macht es schon Sinn, hin und wieder die Krone auf diesem Wege zu verjüngen, weil was da jetzt wieder austreibt aus den abgeschnittenen Dingern, sind dann ganz dünne Äste und wenn die runterfallen, dann ist das Auto halt eben nicht sehr, sehr kaputt. Bestenfalls ist es überhaupt nicht kaputt und schlimmstenfalls hat lediglich ein kleiner Lackschaden. Und so macht das dann schon irgendwo, gibt es also nachvollziehbare Gründe, auch wenn es nach wie vor hässlich ist, das tatsächlich zu tun. Bei Obstbäumen ist nochmal was anderes und da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Obstbaumschnitt ist eine Kunst vor sich, das kannst du allein, da kannst du ein Leben lang mit verbringen, das zu optimieren. Bin ich raus, ich habe nichts mit Obstbäumen zu tun, ich würde sie höchstens fällen und zu Brennholz verarbeiten. Oder halt zu irgendwelchen schönen Drechselholz oder sonst was. Aber mit dem Obst kein Schimmer. Keinen Schimmer. Das ist völlig nicht mein Fachgebiet. Ganz was anderes. Ja? Ist auch was mit Bäumen, aber tatsächlich die eine Sache, die man als Forstwissenschaftler keine Ahnung hat. So, ja, und bei Obstbäumen wäre es halt ähnliche Gründe auch da wieder, dass die Krone eben länger hält, dass der Baum weniger empfindlich ist eben gegen Pilz, weil in der Krone das Holz, der innere Kronenbereich schneller trocknet. Man konzentriert außerdem die Wuchskraft des Baums auf weniger Äste. Das bedeutet, an den wenigen Ästen, die er hat, gibt es dann auch mehr Früchte. Und daher ungefähr immer die gleiche, ja, und man kann, das ist ein bisschen wie mit den Weintrauben, da schneidet man ja auch alles bis auf einen Trieb quasi, oder mehr oder weniger, ich kenne mich auch da nicht besonders gut aus, aber da schneidet man ja auch viele Triebe weg, damit sich das Aroma und die ganze Kraft der Pflanze in den Trauben des einen Triebs, den wenigen Trauben, dafür aber den aromaintensiven Trauben, die eben die ganze Kraft dieses teilweise uralten Weinstocks in einigen wenigen Trauben konzentriert, irgendwie so zusammenkriegt. Ja, und so ähnlich kannst du das auch mit Obstbäumen im Grunde grob verstehen. Aber frag da bitte wirklich einen Obstbauer. Mein Wissen ist an diesem Punkt erschöpft. Und bei den Alleen, ja, ne, Verkehrssicherungspflichten.
hässlich, hässlich, hässlich. Ja. Aber wohl notwendig. Aus eben juristischer, behördlich angeordneter Sicht, um Blechschäden bei Auto oder gar tote Leute zu verhindern. Ja, lasse ich jetzt mal. Ne? Also haben wir beantwortet.